Und Epic, ja, räum mir gar nicht davon weg. Ich komme hinterher. Ja, guck mal, hallo. Guck mal, wie langsam du bist. Und Leute, wir befinden uns in einer Polizeiakademie. Und wir werden heute einfach hier anfangen. Und zwar von Grad zu Grad höher auch uns sozusagen befördern. Das wird richtig nice. Insgesamt haben wir 14, ja, Grade an, wie soll ich das sagen? Wir haben nämlich insgesamt 14 Grade an Rängen, die wir hier erreichen können. Oh. Wir haben hier auch eine kleine Übersicht. Das heißt, wir fangen erstmal natürlich mit dem Einfachsten hoffentlich an. Ja. Und am Ende müssen wir uns um einen Gefängnisausbruch kümmern. Oh. Epic, ich bin so gespannt, ob wir alle Ränge schaffen werden und ob wir am Ende wirklich richtig gut in der Polizei ausgebildet sind. Wir haben hier eine kleine Anfangskiste. Oh. Du hast schon was. Ich bin Chef. Oh, wie süß siehst du denn aus? Okay, ich würde sagen, ich nehme mal die Weste und einen Polizeihammer. Alles klar. Okay, die ziehe ich auch mal an. Und ich krieg Donuts. Wie nice ist das sehr denn? Gut. Okay, was okay. ist unsere erste Aufgabe? So, unsere erste Aufgabe ist das K9 Recruitment. Und wir müssen einen Hund finden. Oh, es gibt ja immer so Hundeeinheiten. Und dann haben wir sozusagen auch einen kleinen Wuffi. Okay, warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall Bones, um das zu sehen. Ja. Okay, wo finden wir aber jetzt bitte Knochen? Es ist spät nachts. Hier nehmen wir mal unseren Eye-Scanner, um raus zu können. Dankeschön. Und schau dir das mal an. Wir haben hier so... Ah, da ist er ja schon! Lol. Süß. Guck mal, du kannst ihn tangeln. Und Hallöchen. Boah. Cool. Oh. Wir sind im Kadett jetzt. Ah, wir sind sozusagen einen Rang aufgestiegen. Wie nice ist das denn? Und schau mal, wir haben jetzt einen kleinen süßen Hund. Kann er mitkommen? Kannst du mitkommen? Komm! Ja, Feini! Das Geld! Okay, also, wir haben hier verschiedene Aufgaben ja zu lösen, um unseren Rang zu verbessern. Ich würde sagen, wir haben unseren ersten Part schon mal gut gemacht. Als zweites haben wir den Parkourmaster. Okay. Für den Parkourmaster müssen wir zum Schlafsaal. Dort gibt es einen Jump'n'Run anscheinend. Und wenn wir das bestehen, haben wir den zweiten Rang. Jetzt ist die große Frage, wo ist... Ach, du Jemine. Echt jetzt? Ja, ich will einsteigen. Okay. Mein Hund muss mitkommen. Da hinten ist der Schlafsaal. Ich sammle es mal auf. Ja, ich glaube... Okay, ich habe auf jeden Fall ganz viel Geld. Bestimmt können wir uns Dinge dafür kaufen. Und dadurch, dass wir ja hier in der Polizeiakademie sind, können wir auch einfach alle Fahrzeuge benutzen. Ich guck mal, dass wir hier so ein bisschen weiter... Hast du aufgemacht? Ja, ich habe aufgemacht. Sehr gut. Hallöchen, Hallöchen. Was haben wir hier noch? Noch mehr Geld natürlich. 6, und 10. Epic. Hier müsste irgendwo der Parkour sein. Stimmt. Wo ist ich der? Ich gehe mal hier oben schauen. Ich glaube... Oh, guck mal, das sind Trainingseinheiten. Hier sind... Stimmt, hier kann man sogar schwimmen. Hier kann man schwimmen, hier kann man Seile erklimmen. Wie cool ist das denn? Und da vorne könnte eventuell... Schau mal. Was machst du? Ja, ich hab dich im Blick. Wir müssen den Parkour suchen. Und wir sind anscheinend wirklich ein bisschen vorbeigelaufen. Okay, dann gucken wir mal, dass wir das hinbekommen. Am Ende haben wir auf jeden Fall einen Endknopf. Kann ich hier einfach... Wir müssen drüber. Das ist einfach so ein richtiger Parcours. Stella. Oh, warum hast du so eine... Kann ich hier drüber balancieren? Das ist ja nice. Hallöchen. Ja, oh, nee, jetzt hier nicht runterblumsen insgesamt. Nee, hier nicht. Da müssen wir nämlich wirklich alles nochmal machen. Katja. Warte, ich komme wieder. Ich komme wieder. Und ich bin wieder am Start. Und schau mal, der Hund ist einfach mitgekommen. Okay, da vorne ist das Ende. Hier drüber balancieren. Dann geht's ab nach oben. Und schau mal. Und wir haben es geschafft. Ja, sehr gut. Yay. Wir sind Rookie-Offizier. Oh. Und wir haben anscheinend einen Energy Drink bekommen. Alles klar. Zweiter Rang von 14 Epic. Als drittes müssen wir uns um Polizeiwaffen kümmern. Oh, wo müssen wir hin? Okay, Epic, wir müssen eigentlich nirgendwo hin, denn wir müssen zu einem Trainer und dort Eisen, Gold und einen diamantenen Stab uns kaufen. Wir haben ja immer mal wieder Geld aufgesammelt. Schön, dass du einfach ohne mich gefahren bist. Gatscha, ich kann dich auch abholen. Das ist richtig laut. Kannst du drauf? Ich hoffe es. Nein, das ist ein
Ein-Mann-Fahrzeug. Am Anfang hatten wir auf jeden Fall verschiedene Trader. Da können wir mal gucken. Vielleicht, guck mal, vielleicht haben wir hier auch schon die Möglichkeit, das zu kaufen. Oh, stimmt. Was haben wir denn hier alles? Hier, okay. Trader. Wir können uns Outfits holen. Ich hab es. Okay, wir brauchen Eisen, Gold und Diamant. Oh, oh, oh. Okay, warte mal. Ich kaufe mal ganz kurz Gold. Ich kaufe mal ganz kurz Eisen. Und ich kaufe Diamant. Sehr gut. Ich hab alles. Sehr gut. Und ich bin jetzt Patrol Officer. Das heißt, ich mache die Patrouillen gerade. Cool, du kannst es auch machen. Hast du es auch schon? Ja, ich habe auch den Rang. Sehr Patrol gut. Officer sind wir beide. So, als nächstes sind wir Hemme Assortment. Was ist das denn? Okay, wir müssen uns auch was kaufen. Wir brauchen wieder Eisen, Gold und einen diamantenen Hammer. Okay, dafür brauchen wir einfach nur Geld. Das ist ja ein sehr einfaches Aufgabenpaket. Ah, ich muss es erstmal. Sehr gut, wir brauchen einen Hammer. Gold. Oh. Hast du's? Officer sind wir. Ah, du hast es für uns beide erledigt. Ja. Sehr, 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 sehr gut. Okay, also ich habe kein Geld mehr und mein Inventar ist vollkommen... Was habe ich hier eigentlich für ein Outfit? Guck mal, ich bin Taucher auf einmal. Ich bin auch Taucher, ja. Okay, und ich weiß gar nicht, seit wann benutzt denn... Seit wann benutzt denn... Oh. Was hast denn du hier gemacht? Oh, ich will auch... Ich verhafte die alle. Nein, aber das sind doch... Okay, warte mal. Wir müssen uns natürlich erstmal angucken. Behaftet. Schaut mal, wir haben jetzt noch ein paar Ränge vor uns. Okay, Aufgabe Nummer 5 ist der Polizeimaster. Rat mal, was wir brauchen. Was wir brauchen natürlich Handschellen, eine Polizeisirene und eine Polizeiwhistle, also sozusagen so eine kleine Trillerpfeife. Hey, das müssen wir auch kaufen. Ja, wir müssen uns hier komplett ausrüsten. Hast du noch Geld? Weil ich habe kein Geld mehr. Ich habe noch 39, ja. Okay, warte mal. Also Handschellen könnte ich mir auch gerade noch kaufen. Die bräuchte ich ja sowieso später eventuell. Eine Pfeife, eine Trillerpfeife auch. Ich gebe dir mal alles, was ich habe, bitteschön. Und dann brauchen wir... Was brauchen wir denn noch? Irgendwas brauchten wir noch. Oh, ich kann mir sogar einen Hund kaufen. Handschelle, eine Pfeife und... Und eine Polizeisirene. Oh, gibt's sie hier? Ja! Cool! Detective sind wir jetzt. Okay, das ist auf jeden Fall sehr einfach gewesen. Und wir bekommen auch immer oben links tatsächlich extra Sachen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel so ein Fernglas. Oh, hallo, hallo. Hi. Na gut, okay, als nächstes müssen wir den First-Aid-Experten machen. Und dafür brauchen wir 5 Medikits. Die sind überall hier in der Polizeiakademie zu finden. Du hast ja schon mal welche gefunden. Ich habe 2 Stück, glaube ich, schon. Können wir uns die auch kaufen? Nee, ich glaube, wir müssen... Ja, kann sein, dass wir sie auch kaufen können. Ich glaube, wir müssen sie suchen. Also, in der Akademie? Ja, ich glaube, in der Akademie. Ich mache mit Pizza hier meine... Das ist nicht die Akademie. Das ist nicht die Akademie? Oder? Da hinten ist die Akademie, stimmt. Ich dachte, das steht Station, deswegen. Naja, okay. Dann gucken wir da vorne mal. Ich glaube auch, du hattest 2 oder 3 gefunden schon. Ja, ja, ja. Und Moment mal, wir haben jetzt hier mal 1 gefunden. Da würde ich sagen, ja, 3 von 5. 3 von 5. Dann suchen wir noch 2. Und anscheinend handelt es sich nicht nur um die Polizeiakademie, sondern hier um den kompletten Akademieplatz oder die Area hier. So, 4 von 5. Noch 1. Und noch 1, dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Sehr gut. Das haben wir alles. 5 Stück. Wow. Und wir sind jetzt auch dazu ausgebildet, hier Leute zu heilen. Und wir sind Lieutenant. Sehr nice. Wir bekommen 3 Kaffee. Und Epic, wir haben weitere Aufgaben zu erledigen. So, als nächstes gehen wir nämlich zum Diving-Experten. Das heißt, wir werden tauchen müssen. Das ist cool. Wir brauchen einen Full... Okay, ich glaube, wir müssen das wieder kaufen. Ja, wir brauchen einen kompletten Taucheranzug. Okay. Ich würde sagen, ich kann es kaufen. Oder du kaufst es. Hab schon alles. Sehr gut. Und wir sind Captain. Und mit dem Anzug können wir tatsächlich jetzt auch tauchen gehen, theoretisch. Na gut. Das ist cool. So, Task 8 haben wir, dass wir Security-Experte werden. Dafür gehen wir einmal ganz kurz zu den Kameras. Da ist es auf jeden Fall bei der Polizeiakademie 1. Das weiß ich. So ein komplettes Kamerasystem. Und dort müssen wir dann einmal durch jede Kamera gucken und haben den Rang dann auch automatisch. Sehr gut. Und wir sind auch schon dort. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal durch die erste Kamera.
Und zwar außen. Okay, hier sieht alles gut aus. Dann gucken wir mal durch die zweite Kamera. Da können wir uns im Prison einfach alles anschauen. Sieht auch gut aus. Drittes ist die Polizeistation. Viertens ist der Akademie-Eingang. Fünftens ist hier der Hafen. Da müssen wir unbedingt nochmal hin, Epic, würde ich sagen. Dann haben wir den Hangar, wo wir natürlich unsere Medikits auch gefunden haben. Dann der Schlafsaal, da waren wir ja auch schon. Und als letztes der Akademie-Ausgang. Und sehr gut. Alles schön analysiert. Oh, wow. Und der nächste Rang wird uns automatisch zugesprochen. Oh. Dafür bekommen wir 5 Donuts, selbstverständlich. Okay. Gut, gucken wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Es sind nicht mehr viele Aufgaben. Wir haben ja 14 insgesamt. Wir sind jetzt bei Aufgabe 9. Und ich glaube, die hat der Epic heimlich einfach schon gemacht. Hey. Wir mussten dafür, glaube ich, in ein Auto einsteigen. Ja, in alle Autos einsteigen. In alle Autos. Und ich war bis jetzt noch in keinem und du warst einfach in jedem. Nice. Oh Mann. Okay, wartet mal. Weil Epic in allen war, muss ich mir natürlich auch meins ansehen. Dann gucken wir mal, welches mir am besten gefällt. Dann gucken wir mal, wie das dann aussieht. Du kannst ja mal mit mir hier mitfahren, wenn du möchtest. Ja, so. Oh. Und die... Ah, okay. Ich gehe hier direkt Leute überfahren. Und insgesamt haben wir, glaube ich, 4, 5 Wägen. Wir haben ja auch hier noch das Motorrad. Wir haben den SUV. Wir haben hier so ein, weiß ich nicht, so ein Transporter. Ich glaube, für Gefangenen. Ja, und ansonsten hatten wir, glaube ich, noch ein Quad. Und ich denke, das war's. Wir hätten hier sogar so einen kleinen Slalom-Bereich. Sonne geht unter. Okay, Aufgabe 9 haben wir ja schon. Aber für Aufgabe 10 werden wir zum Sheriff. Und wir brauchen natürlich eine Sheriff-Uniform. Wow, natürlich. Klar. Okay, die kaufe ich mal ganz flott. Das wird ja auch... Habe ich nicht sogar was vom Sheriff schon? Nee. Du hast was vom Sheriff, ne? Oh, Oberteil. Ah, guck mal, da müssen wir nicht mal alles theoretisch kaufen. Schuhe. Wo bekomme ich das jetzt bitte? Hier, Dankeschön. Könnte ich hier was kaufen? Bitte, bitte. Okay, warte, was brauchen wir noch? Wir haben Schuhe und Hose. Schuhe und die Hose und wir haben, ich glaube, ich ziehe das mal komplett an. Ja. Wir müssen ja mal gucken, wie wir als Sheriff hier komplett aussehen. Also ich sehe auf jeden Fall sehr süß aus, muss ich sagen. Vor allem mit meinem Buffy. Toll. Na gut, okay. Was sind wir jetzt? Sheriff? Sind wir Sheriff? Ja. Ah, wir bekommen auch immer eine Medaille. Jetzt geht's los. Ja. Flying Expert. Wir müssen in allen Fahrgeschäften wollte ich schon gerade sagen. In allen Luftfahrsachen sozusagen mal sitzen. Das heißt, wir sollen in einem Helikopter mal sitzen, in einem Flugzeug und in einem Wasserflugzeug. Das okay, gibt's auch noch? Dann geht's jetzt erstmal zum Hangar, würde ich sagen. Ich hab den verloren. Wo ist der denn? Da vorne, da vorne. Da vorne, ich folge dir mal. Und wir haben es gefunden. Da ist das Flugzeug. Oh, denkst du, wir können da zu zweit rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Oh nein. Okay, warte mal. Ich probiere mal das und du probierst dann den Helikopter, okay? 1 von 3. Und. Ciao, Kakao. Ich will nach oben. Hallo? Ich heb dich ab. Ich heb ab. Ich kann direkt beim Dings hier landen. Oh nee, ich lieg einmal das drumherum. Da. Oh, willst du auch mal einsteigen? Also ich will Helikopter einsteigen. Also der Helikopter war hier auf dem Helikopterlandeplatz. Ja, da bin ich. Bist du da? Ja, hallo. Ich sehe dich leider ganz und gar nicht. Du bist zwei, da bist sogar 4 rein. Oh, warte, dann will ich auch rein. Ja, warte, ich will mit dir teilen. Ich lande auf dem Helikopterlandeplatz. Ich lande auf dir. Okay, umsteigen. Sheriff kommt und... Bist du dabei? Zack, ich bin dabei. Sehr gut, sehr nice. Oh, guck, wir können alles von oben uns anschauen. Das sieht cool aus. Man hat auf jeden Fall den besseren Blick. Wasserflugzeug, ist das hier irgendwo? Wo ist der Hafen? Da oben. Ah, ist das der Port hier? Ja, ja, ja. Guck mal, da oben haben wir auch eine Aussichtsplattform. Willst du hier mal drauf landen? Gelandet. Oh, sehr gut. Aua. Schön. Und hier haben wir das Wasserflugzeug. Oh, wir haben Schiffe hier. Und da können wir natürlich dann vom Wasser drauf landen. Und drauf landen, drauf starten. Ja. Und können dann einfach losfliegen. Und wir bekommen unseren eigenen Helikopter dafür. Das ist ja cool, stimmt. Und wir sind jetzt Assistant Chief, sehen wir oben rechts übrigens auch immer. Habe ich komplett
außer Acht gelassen. Und wir haben ja auch den Marineanzug. Du könntest ja auch wunderbar schwimmen, Epic. Stimmt. Und wir sind ja auch genau richtig, denn wir müssen als nächstes das Hovercraft, den Jetski und das Speedboot fahren. Einsteigen. Speedboot hast du? Warte, kann ich da auch rein? Nein, das ist nur für einen. Dann gehe ich einen Jetski nehmen. Der ist eh cooler. Schaut euch das mal an. Hui! Wie bist du denn? Sehr nice. Okay, warte mal. Und das Hoverboot oder Hovercraftboot? Ja, das hier vorne. Das ist hier vorne. Ich habe das ja noch nie in meinem... Oh, das können wir zu zweit fahren. Warte, ich komme. Das können wir zu zweit fahren. Okay, wir sind jetzt Burio schief. Was auch immer das... Oh, wow. Damit sind wir nicht so schnell, aber... Oh! Gibst du einen Schocks? Ja. Wieso? Oh, getestet. Ja, gefällt mir jetzt nicht so gut, dann, dass wir da Schocks bekommen haben. Noch zwei Aufgaben, dann haben wir den höchsten Rang geschafft. Stimmt. Und zwar haben wir Cash Hunt. Und damit haben wir auch schon angefangen, denn wir müssen 10 das Geld hier aufsammeln? Geldbeutel sozusagen oder Geld. Wir haben schon 9 von 10. Immer noch eins. Warte, wir können auch fliegen. Ich glaube, es geht schneller. Stimmt. Warte, wollen wir zusammen gucken, dass wir da... Warte, ja. warte auf mich. Ja, einsteigen. Und okay, let's go. Okay, wir müssen die Augen offen halten, falls du ein Geld siehst. Ja. Dann lande ich dich dort, ja? Hast du eins gesehen? Wie, du hast schon eins gesehen? Aussteigen. Ah, und? 10 von 10. 10 von 10. Und wir sind jetzt Detective. Und ich muss unbedingt was essen, merke ich gerade. Oh. Oder mal ein First Aid nehmen. Ich habe 3,5 Herzen nur gehabt. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, es gibt noch ein paar Donuts und dann die letzte Challenge Epic. Und da geht's zum Gefängnisausbruch. Oh. Mal gucken, was wir da machen müssen. Okay, also eigentlich relativ easy. Wir brauchen Handschellen. Insgesamt 10 Stück. Ich habe 3. Wie viel hast du? Ich habe mehr. 2. Ich habe 4. Okay, dann lass nochmal 4 kaufen. Dann haben wir 10. Und wir müssen 10 Gefangene, die hier komplett überall rumlaufen, wieder einfangen. Denn die sind einfach ausgebrochen. Schau mal, warte, bevor wir da irgendwas machen. Moment. Das will ich. Und ich will... Wo ist meine Trillerpfeife hin? Nein! Oh, ich hab noch eine Alarmanlage hier. So, jetzt geht's los. Oh, und meine Leute sind am Start. Eingefangen. Oh, du hast auch schon ein paar eingefangen anscheinend mal. Ja. Stimmt. 5 von 10. Okay, ich glaube, das bekommen wir hin. Ich habe noch einen. Und... Aber ich will den letzten machen. Mach du mal 2 noch. Zack, okay, 9. Ich will den letzten machen. Ja, okay, okay. Oh, da hinten sind auch noch einige. Ja, okay. 9. Und du kannst den letzten einen. So, wo ist jetzt der letzte? Da hinten. Warte, wo? Ich sehe keinen. Ich bin ein schlechter Polizist. Ah, da ist er. Ich hole ihn mir. Ja. Und Alarm. Den oder den? Den. Und wir haben es geschafft und haben alle Aufgaben erledigt und sind somit auch natürlich hier am höchsten Rang angelangt und haben die komplette Polizeiakademie geschafft und sind jetzt nicht nur vollwertige Polizisten, sondern auch richtig gute. Wir haben Polizeihund, wir haben alles uns einmal angeschaut, wir haben nice Ausrüstung, wir haben Geld und das Allerwichtigste ist, wir haben natürlich einen Laser und ein paar Donuts. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.